Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine Corona-Diskussion bei Anne Will mit Sarah Wagenknecht und Karl Lauterbach. Und die Frage, warum Karl Lauterbach so beliebt ist, warum Sarah Wagenknecht ihn nicht stellen konnte, dass die Millionen Zuschauer bei Anne Will gesagt haben, das ist ja unmöglich, der Mann ist unmöglich, es ist alles klar, Sarah Wagenknecht hat es uns erklärt und ja, und Karl Lauterbach wollen wir nicht mehr sehen. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Und ein Impfstoff, der, sagen wir, so oft verwendet wird, den betrachte ich als sicher, weil selbst die seltensten Nebenwirkungen sieht man, wenn ein Impfstoff 500 Millionen Mal verwendet worden ist. Dabei, wenn Sie jetzt tatsächlich hier auf einen Proteinimpfstoff warten, der dann, wenn er käme, noch bei keiner großen Bevölkerungsgruppe eingesetzt worden wäre, vielleicht in einer klinischen Studie von 30.000 Leuten. Das ist ein Risiko. Ein Impfstoff, der bei 30.000 Leuten eingesetzt worden ist und der vielleicht bei der Produktion, also es gibt ja große Schwierigkeiten, diese Proteinimpfstoffe herzustellen, dauert ja, also es hat ja zum Beispiel bei Sanofi nicht geklappt. Übrigens auch ein vertretbares Risiko, aber darauf würde ich nicht warten. Von daher, man darf die Menschen nicht verunsichern, die wir jetzt zur Impfung bitten. Die Impfstoffe sind sicher. Und noch eine Bemerkung. Was ist mit den Herstellern? Denn in der Tat, das war ja eine lange Diskussion, dass die Hersteller darauf bestanden haben, dass sie nicht haften möchten. Ja, und dass die EU ihnen zum Beispiel die Haftung abnimmt. Es ist immer so, wenn wir als Staat eine Impfung empfehlen, also knapp vor der Impfpflicht. Wir machen ja, also wir empfehlen ja, also die, dann haftet der Staat immer für die Nebenwirkungen. Also wenn wir jetzt beispielsweise eine Masernimpfung durchführen und also es kommt im Rahmen der Masernimpfung zu einem Problem und wir haben zur Masernimpfung aufgerufen, dann haftet der Staat immer. Ja, da gibt es ja auch faktisch eine Impfpflicht für Kinder, die in die Kita gehen wollen. Ja, aber das ist ja nahe einer Impfpflicht. Und da ist eine Räuberpistole, die ich auf den Tisch lege, indem ich sage, die also Hersteller wollen hier nicht haften. Wahrscheinlich stimmt etwas mit dem Impfstoff nicht. Die verbergen etwas. Das sind Räuberpistolen. Da müssen wir uns hüten. Die Impfstoffe sind sicher. Wir sehen keine Nebenwirkungen. Und ich stimme Ihnen auch nicht zu, Frau Wagenknecht, dass das eine rein individuelle Entscheidung ist. Ist es auch, aber es ist auch eine gesellschaftliche. Denn es ist ein Unterschied. Sie schützen nicht nur sich selbst, sondern sie schützen auch andere. Derjenige, der sich jetzt infiziert und von seiner Infektion noch nichts weiß, der bringt andere ins Risiko, die möglicherweise sterben, wenn sie sich bei einem infizieren. Somit ist es eine individuelle Entscheidung, aber es ist gleichzeitig auch ein Akt der Solidarität. Gerade wenn man jünger ist und gesund ist und glaubt, man kann das selbst also überstehen, wenn man Covid bekommt, auch dort überschätzen sich viele. Aber gerade dann ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man die Solidarität zeigt, dass man sich impfen lässt, um andere nicht zu gefährden. Ja, aber das würde doch nur gelten, wenn die Impfung davor schützt, dass ich andere anstecken kann. Natürlich. Aber das ist ja inzwischen in wirklich sämtlichen jüngeren Studien belegt worden, dass auch Geimpfte, jetzt gab es gerade wieder eine britische Studie, die ist veröffentlicht worden, es gab vorher eine aus Israel und Katar, dass Geimpfte im Grunde, wenn sie infiziert sind, die gleiche Viruslast haben. Doch, die gleiche Viruslast. Die einzig strittige Frage ist, wie lange sie infektiös sind. Da sagen einige, das ist kürzer. Aber das zum Beispiel, auch das ist eine vorher nicht bekannte Wirkung der Impfstoffe, dass dieser Schutz, oder zumindest nicht in dem Ausmaß bekannt, dass der Schutz vor Infektion und vor Weitergabe des Virus so rapide abnimmt. Das wusste man am Anfang nicht. Und man weiß eben viele Dinge nicht, wenn eine Sache neu ist. Das ist ja keine Blamage, aber das ist natürlich so, dass man das nicht wissen konnte. Und mRNA-Impfstoffe sind absolut neu. Vektorimpfstoffe sind auch noch nicht ganz alt. Die gab es schon vorher, aber die sind auch relativ neu. Es sind neue Methoden der Impfung. Und deswegen sollte man nicht so tun, als hätten diejenigen, die da sich gewisse Sorgen machen, als seien die nun irgendwie von völligen aberwitzigen, ich kenne auch völlig aberwitzige Stories im Internet. Aber das ist nicht das, was ich damit meine. Und ich finde letztlich, jeder soll das für sich selbst entscheiden, gerade weil auch Geimpfte ansteckend sein können, fällt das Argument weg. Auch das immer mit der Herdenimmunität. Dann schauen wir das an, Frau Wagenknecht. Die wird es nicht geben, die Herdenimmunität, nicht mit diesen Impfstoffen. Sie führen hier breit aus über medizinische Details und das muss ich wirklich korrigieren, kann ich so nicht stehen lassen. Es ist richtig, dass derjenige, der doppelt geimpft ist, sich infizieren kann. Aber zunächst einmal ist er die ersten 6 Monate sehr wenig überhaupt also im Risiko, sich anzustecken.
Ja, es also, geht dann immer weiter runter. Genau, aber wir sprechen jetzt über die ersten 6 Monate. Also 6 Monate lang infiziert sich ein doppelt Geimpfter sehr selten. Das wird, lässt es danach nach. Und wenn er sich infiziert, dann hat er zwar eine ähnlich hohe Viruslast, aber diese Viren sind nicht so lebendig, ich drücke es mal für einen Laien aus, wie die Viren bei, also reproduzieren sich nicht, hat eine also niederländische Studie gut darstellen können. Diese Virusmenge ist nicht das Entscheidende, sondern wie gefährlich sind die Viren, wie ansteckend, wie also reproduzieren die sich, das ist dort herabgesetzt. Und es ist darüber hinaus auch noch so, dass also die Dauer, wo man überhaupt Viren hat, weniger als halb so lange. Somit 6 Monate so gut wie kein Risiko, sich zu infizieren. Danach also weniger virulente Viren, also weniger ansteckende Viren. Aber wir hatten noch die Superspreader-Events bei 2G. Und darüber hinaus also eben also die Viruslast 3 Tage statt 7 Tage. Das macht alles riesige Unterschiede. Frau muss natürlich sagen, ja, da liegen 25% dieser alten vorerkrankten Geimpften inzwischen in den Betten auf der Intensivstation. Aber der Anteil ist natürlich viel geringer im Verhältnis zu den Ungeimpften. Erst recht, wenn man bedenkt, dass ja Ungeimpfte nur noch eine Minderheit in dieser Gesellschaft sind. Okay. Und je mehr Menschen geimpft sind, ja, desto mehr werden auch erkranken. Und wir müssen uns allen klar machen, wir sind als Geimpfte hier nicht steril unterwegs. Ja, wir müssen auf uns aufpassen, genauso wie die anderen, damit wir diese Pandemie zu Ende kriegen. Wir müssen Masken tragen, wir sollten uns auch mehr testen. Haben wir heute alle gemacht. Genau, super Sache und das sollten wir insgesamt einfach mehr tun. Sie haben gesagt, na ja, da kann man ja auch sich informieren und so. Unterstellen Sie denn, Frau Wagenknecht, dass sie nicht ausreichend informiert ist und erwarten Sie also, wenn man ihr das nur in freundlichen Worten mal erklärt, dass sie sich dann impfen lässt? Ich glaube, das ist ein zu paternalistisches Bild. Frau Wagenknecht ist eine intelligente Akademikerin, die an der öffentlichen Debatte teilnimmt und sich auch beruflich mit diesen Dingen beschäftigt. Ich glaube, dass sie trotzdem irrt. Ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich glaube, dass es auch sehr viele Menschen gibt, die nicht so viel Zeit haben, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Wo es, glaube ich, einfach klug ist, zum eigenen Hausarzt zu gehen, dem man vertraut, dem man seine eigene Gesundheit anvertraut, um mit dem ein Gespräch darüber zu führen. Frau Wagenknecht, vielleicht glauben Sie ja der Bundeskanzlerin. Angela Merkel hat bezogen auf den Fall Joshua Kimmich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, für seine Fragen und Zweifel gäbe es ja sehr gute Sachargumente. Vielleicht macht sich Joshua Kimmich ja auch noch Gedanken. Er ist ja als sehr reflektierter Fußballer bekannt. Hieß für mich übersetzt, wenn dieser sich mal richtig schlau macht, dann wird er sich wohl schon noch impfen lassen. Das empfinde ich ganz ehrlich als paternalistisch und als nicht wirklich hilfreich. Wie empfinden Sie? Ja, und es ist ja auch nicht so. Es gibt nicht eine Meinung, auch nicht unter Wissenschaftlern, auch nicht unter Ärzten. Also ich kenne persönlich Ärzte, die mir sagen, selbstverständlich raten wir jedem, der zu den Risikogruppen gehört, dass er sich impfen lässt, aber sie würden zum Beispiel einem Kind, einem Jugendlichen das nicht unbedingt raten. Das ist einfach eine unterschiedliche Situation, weil, sag ich mal, ein gesunder Mit-30er, der die gesamten Vorerkrankungen, die ich vorhin genannt habe, nicht hat, der hat natürlich ein sehr geringes Risiko, irgendwann so schwer zu erkranken, dass er im Krankenhaus landet. Und da finde ich auch diese Debatte, also dass jeder, der sich nicht impfen lässt, also wenn er schon auch andere anstecken kann, dann ist er jetzt der Schuldige an der Überlastung des Gesundheitssystems. Also ehrlich gesagt, wenn wir über das Gesundheitssystem reden, und ich finde, das sollten wir viel stärker tun, gerade in der jetzigen Situation, dann möchte ich aber auch darüber reden, warum die Schwelle, ab der das Gesundheitssystem überlastet ist, immer weiter abgesenkt wird. Also wir haben aktuell etwa 5.000 Intensivbetten weniger als vor einem Jahr. 4.500. Ja, also ich habe beim Divi nachgeguckt, da waren es 5.000. Aber nehmen wir 4.500. Also es ist wirklich eine Größenordnung, die fast dem entspricht, was an Corona-Patienten, das waren 5.700, auf der Spitze der zweiten Welle überhaupt im Krankenhaus war, als es noch gar keine Impfung gab. Und so viele Betten wurden jetzt nicht abgebaut. Mehr versorgen, ne? Das ja, aber das ist doch, ich meine, das ist doch eine schräge Debatte. Wir bauen Intensivbetten ab. Wir haben einen eklatanten Pflegenotstand. Nichts wird dagegen
getan. Und dann sagen wir, ja, jetzt ist ja immer weniger Kapazität da, also müssen die Leute sich immer gesundheitsbewusster verhalten. Irgendwann fangen wir an, auch Menschen mit Übergewicht zu ächten, weil auch das ist ja irgendwann vielleicht mit künftigen Erkrankungen verbunden, vom Rauchen gar nicht zu reden. Also wir sollten lieber mal darüber nachdenken, was wir tun können, damit wir wieder ein Gesundheitssystem haben, das tatsächlich die normalen Erkrankungen, und dazu gehört in gewisser Hinsicht jetzt leider auch wahrscheinlich für die Zukunft ein kleiner Anteil von Corona-Patienten, dass man mit den normalen Erkrankungen einer 80-Millionen-Bevölkerung klarkommt und nicht die Krankenhäuser kaputt spart und nicht die Krankenhäuser kommerzialisiert. Damit hat das ja alles angefangen, dass das Personal abgebaut wurde. Sie können doch jetzt nicht rauchen oder Übergewichtigkeit. Aber das ist doch ein Skandal, dass wir nach anderthalb Jahren Corona weniger Krankenhäuser, weniger Pflegepersonal und weniger Intensivbetten haben. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, natürlich, auch im letzten Jahr wurden welche geschlossen. Herr Lauterbach. Da kommen so viele Sachen schon wieder zusammen. Kommerzialisierung der Krankenhäuser, weniger Krankenhäuser. Da sind Sie mitverantwortlich. Sie haben das damals gemacht mit den Fallpauschalen. Nein, bitte, Frau Wagner, bleiben Sie doch bei der Sache. Bleiben Sie einfach bei der Sache. Die Frage, wir haben eben gesagt, dass also es viele Ärzte gäbe, die 30-Jährigen zum Beispiel die Impfung nicht empfehlen. Das ist einfach falsch. Das ist einfach schlicht falsch. Ist aber, Sie würden zum Beispiel einem Kind, einem Jugendlichen das nicht unbedingt raten. Das muss ehrlich eingeräumt werden. Also es ist eine Krankheit, die auch bei 30-Jährigen nicht ungefährlich ist. Wir haben einen nicht unerheblichen Prozentsatz also an Long-Covid-Erkrankten. Das sind Menschen, die viele Monate mit der Krankheit ringen. Ob sie sich voll erholen, wissen wir nicht. Ja. Das wird derzeit untersucht. Das sind organische, bleibende Schäden, wo wir hoffen, dass sie weggehen. Daher empfehlen die Spezialisten auch 30-Jährigen für sich selbst die Impfung. Sie können es nicht so darstellen, der 30-Jährige, dem tut das nichts. Das ist nicht auch auf den Intensivstationen liegen 30 Jahre. Aber ganz selten. Nein, das ist ja auch im Verhältnis setzen zu den Gefahren der Impfung. Es sind erstens sehr viele Menschen, die da geimpft werden. Wie gering. Und zweitens, also ich sage jetzt mal eine Zahl, von dem, was wir schätzen, ist bei den 30-Jährigen auch in ungefähr ganz wenig gesagt. Wirklich, drückt das jetzt so weit runter, wie irgend geht, sage ich mal, bei 5% habe ich ein Long-Covid-Problem. Wenn ich viele 30-Jährige habe, die sich infizieren, dann ist das eine, das sind traurige Leute. Ich kenne solche Leute. Ich habe eine Petition von 50.000 Long-Covid-Patienten in Deutschland entgegengenommen. Ich bin mit den Long-Covid-Patienten im engen Kontakt. Das kann der Laie sich nicht vorstellen. Bis dahin noch studiert, jetzt plötzlich immer müde, kann nicht arbeiten, kann nicht und so weiter. Die Leute leiden darunter. Und daher war, ich widerspreche Ihnen daher so, sage ich mal, emotional, weil Sie hier wirklich, ich sage mal, offen gesagt, in der Hinsicht zumindest Unsinn erzählen. Es ist auch für 30-Jährige kein Pappenstiel, es ist keine Kleinigkeit, ich gehe ins Risiko und daher empfehlen wir die Impfung. Und das ist nicht wegzubügeln als eine Entscheidung, das machen die nur, um andere zu schützen, sondern sie schützen sich auch selbst. Frau Wagenknecht, Sie haben eben gesagt, Sie hätten auch Angst, sich anzustecken. Wovor haben Sie denn dann Angst? Und eins noch dazu, Ihr Mann, Oskar Lafontaine, ist ja geimpft. Ich nehme an, Sie haben darüber gesprochen. Warum haben Sie es bei ihm, das Risiko, sich impfen zu lassen, das Sie für sicher empfinden? Warum haben Sie da gedacht, okay, das ist hinzunehmen, ich selber gehe das aber nicht? Ja, weil es eine Abwägung ist. Mein Mann ist 78. Und da ist die Gefahr, schwerst an Covid zu erkranken, möglicherweise sogar zu sterben, sehr groß. Mhm. So, ich bin zwar auch keine Mit-30erin mehr, natürlich habe ich deswegen auch mehr Angst, weil ab 50, meine, bei den Corona-Toten gibt es ja ganz klare Zahlen, also 99,9% sind über 50. Und Long-Covid, Sie wissen es, Herr Lauterbach, ist umstritten, ist bisher nicht wirklich untersucht. Sie haben auch mal irgendwann verbreitet, 7% der Kinder haben Long-Covid. Auch das hat nicht gestimmt. Also Sie sollten auch nicht immer mit alarmistischen Zahlen operieren. Es gibt dazu keine wirklichen Daten. Aber ich wollte jetzt eigentlich die Frage beantworten. Ich bemühe mich, die Zahlen wirklich so zu bringen, wie sie in der Literatur stehen. Nein, Long-Covid ist umstritten. Es gab eine Studie in der Schweiz, da hat man zwei Gruppen verglichen. Kennen Sie jemanden, Frau Wagenknecht, der Long-Covid hat? Ich schon. Ich kenne auch Mit-30er, die Long-Covid haben. Also ich kenne Menschen, die eine gewisse Zeit nach der Infektion tatsächlich Probleme hatten. Das hat sich aber zum Glück dann auch wieder nach 2-3 Monaten relativiert. Also ich sage jetzt mal bei den Jüngeren, also in dem Fall in meiner Altersgruppe. Natürlich habe ich Angst, weil ich selber auch über 50 bin.
Und klar ist das dann eine Abwägung. Aber ich weiß nicht, warum ich das, also mein Gesundheitsstatus, meine Vorerkrankung jetzt im öffentlichen Fernsehen erläutern muss und was mich dazu bringt, dass ich vielleicht auch bei Dingen, wo ich gesundheitlich Probleme habe, in Abwägung mit der Impfung mich dagegen entschieden habe. Ich finde, das ist doch mein Recht und ich muss das nicht öffentlich begründen. Und stimmt. Ich meine, bei Kimmich war es ja auch so. Der hat ja nicht der Bild-Zeitung gesagt, ich will jetzt unbedingt ein Interview geben, wo ich begründe, dass ich mich nicht geimpft habe, sondern der ist gelöchert worden. Und wenn man Leute löchert, die nicht geimpft sind, dann begründen sie irgendwann, warum sie es nicht sind. Und dann gibt es ein Riesengeschrei, wie böse sie sind, weil sie gegen die Impfung werben. Ich möchte gar nicht gegen die Impfung werben. Ich möchte auch niemanden, ich habe auch Menschen, gerade bei Älteren, sehr wohl überzeugt, sich impfen zu lassen, weil ich möchte auch wirklich nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand, der im hohen Risiko steht, jetzt wegen mir sagt, ja, wenn die Wagenknecht sich nicht impfen lässt, mache ich es auch nicht. Das hielt ich auch für falsch. Aber ich finde, die ganze Debatte ist so moralisch aufgeladen und aufgeheizt. Und wie gesagt, bei dem Gesundheitssystem, das ärgert mich dann wirklich, dass man jetzt quasi die Ungeimpften zu den Gefahrenträgern des Gesundheitssystems macht, aber nichts dagegen tut, dass wir seit Jahren unser Gesundheitssystem kaputt sparen und in den Krankenhäusern, und es ist ja, die Ursache ist ja klar, die Leute, das Pflegepersonal ist überlastet, ja, weil es massiven Personalabbau gegeben hat, weil die Löhne schlecht sind. Und das hat etwas mit Kommerzialisierung zu tun, das hat etwas mit den Fallpauschalen zu tun, das hat etwas damit zu tun, dass damals unter Rot-Grün, und da waren sie federführend beteiligt, die Krankenhäuser darauf orientiert wurden, sich nicht mehr primär darum zu kümmern, was brauchen Kranke, sondern wie kann ich mit Kranken Geschäfte machen. Und sie mussten Geschäfte machen, weil sie mussten rentabel werden. Und da fing das ganze Unheil an. Da wurden die Betten reduziert, gerade in der Grundversorgung. Da wurden die Löhne reduziert. So, und jetzt sind viele Pflegekräfte wirklich ausgebrannt. Auch mal dazwischen gehen, nicht weil mehr. Herr Lauterbach bei medizinischen Fragen das nicht hat so stehen lassen. Was Sie sagen, kann man auch so nicht stehen lassen, Frau Wagenknecht. Aber bestreiten Sie, dass wir Bettenabbau haben, Personalnotstand? Wir haben in den letzten 10 Jahren beim Einkommen des Pflegepersonals schon eine Menge getan. Da sind die Löhne stärker gestiegen als in der gewerblichen Wirtschaft. Ich sage nicht, dass man da nicht. Sie sind um über ein Drittel gestiegen, während das in der gewerblichen Wirtschaft um 20% gestiegen ist. Da haben wir schon etwas getan. Da hat Frau Wagenknecht natürlich einen Punkt, dass wenn da 4.500 Betten fehlen, weil Pflegerinnen und Pfleger vielleicht eine bessere Bezahlung hatten, aber trotzdem vollständig erschöpft waren von diesem Beruf und deshalb auch rausgegangen sind. Die Geschichten gibt es ja zuhauf. Also das ist nicht erfunden und auch nicht irgendwie als ein schlechtes Argument ins Feld geführt. Dann müssen Sie das doch gelten lassen, dass wir dadurch auch jetzt ein Problem haben. Nur es zeigt, dass man mit Geld alleine es nicht löst. Es sind auch die Arbeitsbedingungen. Es ist Situation, und damit will ich weitergucken, dass durchaus auch in anderen europäischen Ländern Druck auf die Ungeimpften ausgeübt wird. Etwa in Österreich und Italien. In Italien gilt 3G am Arbeitsplatz schon seit dem 15. Oktober. Beschäftigte müssen nachweisen, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein. Die Tests sind kostenpflichtig. Alle 2 Tage muss ich das machen, das geht schon ins Geld. Ich fühle mich schon ein wenig gezwungen. Wer sich nicht an die Regeln hält, darf nicht zur Arbeit und wird auch nicht bezahlt. Auch Österreich erhöht von morgen an den Druck auf Ungeimpfte. Ich werde als Bundeskanzler alles tun, damit das Gesundheitssystem in diesem Land nicht ans Limit kommt, nicht überlastet wird, weil wir zu viele Zauderer und Zögerer haben. So führt auch Österreich 3G am Arbeitsplatz ein und droht in letzter Konsequenz mit einem Lockdown nur für Ungeimpfte samt Ausgangssperren. In Deutschland bringt jetzt der Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt Lockdown-Maßnahmen nur für Ungeimpfte ins Spiel. Ministerpräsident Michael Kretschmer kündigt für Sachsen härtere Maßnahmen an. 2G ist jetzt zwingendes Muss. Doch hilft mehr Druck wirklich? In Deutschland sind rund 30% der Bevölkerung noch nicht geimpft. Einer Forsa-Umfrage zufolge hat das die große Mehrheit von ihnen, nämlich 88%, in den nächsten Monaten auch nicht vor.
Man kann darüber philosophieren, was vor 10 oder 20 Jahren im Krankenhaussektor falsch gemacht worden ist. Aber wir haben jetzt die Situation, die Zahl der intensivmedizinischen Betten, die wir haben, damit müssen wir arbeiten. Mhm. Wir sind in den großen Städten, also in Berlin beispielsweise, in Köln, viele andere Städte, sind wir schon am Limit. Das wird ganz kurz nur noch sein. Dann werden wir hingehen und können planbare Operationen, die eigentlich notwendig wären, nicht mehr machen. Die müssen dann geschoben werden. Dann brauchen wir sogenannte Vorhaltebetten, also Betten, die wir reservieren für Covid-Patienten, weil es nicht anders geht. Wir sind absolut am Limit. Ich würde sagen, wenn ich das prozentual betrachte, ich habe heute noch mal ein bisschen rumtelefoniert mit den Kollegen, die ich gut kenne, vielleicht 95% ist voll, 5% noch Reserve. Das heißt, wir müssen etwas machen. Und 2G würde ich machen, wo immer möglich. Und dann wäre es tatsächlich so, dass dort, wo das gemacht wurde, bestimmte Restaurants, zum Beispiel Clubs und so weiter, dann wäre es traurig, aber wahr, käme Frau Wagenknecht nicht rein, weil sie wäre dann auch nicht gefährdet. Sie hat ja gerade selbst noch eloquent ausgeführt, dass auch Geimpfte ansteckend sein können. Da wäre sie nicht gefährdet als Ungeimpfte. Und sie würde aber auch sonst niemanden gefährden. Wir müssen jetzt zu einer Regelung kommen, die also auch funktioniert. Und viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Ja, nur die Frage ist doch, wer wen gefährdet. Also, sag mal, bei den 2G-Maßnahmen, die gibt es ja schon, hat es jetzt bei mehreren Stellen massive Ausbrüche und Ansteckungen gegeben. Da passieren zwar unter den Geimpften in der Regel keine schweren Verläufe, aber man muss natürlich sagen, das sind ja die aktuellen Zahlen, 43% aller Neuinfektionen, die symptomatisch sind, sind inzwischen unter Geimpften. Und natürlich gehen auch Geimpfte nach dem 2G feiern dann vielleicht irgendwo anders hin, wo auch Ungeimpfte sind. Und die Ungeimpften haben sich ja nun mal dafür entschieden, dass sie das Risiko auf sich nehmen. Also die Frage ist, wen wollen sie vor wem schützen? Die Geimpften aber vor den Ungeimpften? Aber das ist jetzt auch eine Verdrehung, wenn Sie das auch so sagen, so viele nicht symptomatische Infektionen sind. Naja doch, das sind die aktuellen Zahlen. Na logisch. Es sind ja auch 80% der Erwachsenen in diesem Land geimpft. Symptomatische Infektionen bekommen ja in der Regel die älteren Menschen, also Kinder mehr davon nicht. Ja, aber das zeigt doch nur, dass das Virus ist doch logisch, wenn ich eine Gesellschaft habe, die 100% durchgeimpft ist, habe ich auch nur noch unter geimpften Infektionen. Genau. Ich finde, dass Sie so den Fokus verschieben. Also auch wenn Sie reden über Impfungen und die Nebenwirkungen und wenn Sie reden über die Gefahr durch Corona, dann haben Sie so eine völlig verschobene Risikowahrnehmung. Also bei den Impfungen sehen Sie Gefahren, weil Ihnen das alles nicht geheuer ist. Aber diese Infektion, das zeigen doch sämtliche Studien, ist für jede Altersgruppe der Erwachsenen in jedem Fall gefährlicher als die Impfung. Ja. Und zwar bei Weitem. Ja, aber trotzdem also von haben daher sich doch die Ungeimpften dafür entschieden, dass sie das Risiko auf sich nehmen. Und ich finde, wenn jeder das die Möglichkeit hat, das war Anfang des Jahres nicht so. Heute hat jeder die Möglichkeit, der sich schützen will, sich zu impfen. Und ich finde, dann ist es eine Anmaßung des Staates, dass er dann sagt, ja, aber wir wollen quasi die Ungeimpften vor sich selber schützen. Naja, eines Tages gebe ich Ihnen recht. Wahrscheinlich ab nächstem Frühjahr gebe ich Ihnen recht. Dann sage ich, okay, jetzt ist es getan. Von jetzt an können wir sagen, wer noch nicht geimpft ist, setzt sich selber dem Risiko aus, darf das selber entscheiden. Aber im Moment ist es so, dass jeder, der krank wird und auf die Intensivstation kommt, wirklich andere Menschen gefährdet, die dann nicht mehr behandelt werden können. Ja, aber in einem Jahr haben wir vielleicht noch mal 3.000 Betten weniger. Kurz davor. Also ja, Sie tun ja jetzt fast so, als wären diese Betten abgebaut worden, um die Situation zu verschärfen. Das ist ja nicht der Fall. Nein, es fehlt an Pflegepersonal. Das ist wirklich ein Versäumnis. Aber dagegen wurde eben auch nicht kurz gemacht. Zu Ende noch reden. Kurz vorbei. Also es fehlt an Pflegepersonal. Das ist ein großes Versäumnis. Viel zu lange schon wurde versprochen, wir tun mehr für euch. Es wurde zu wenig getan. Es liegt aber auch daran, dass so viele ungeimpfte jüngere Menschen auf den Intensivstationen liegen. Die liegen da nämlich viel mehr Wochen als die Älteren, die aber leider sehr viel schneller versterben. Dadurch können sehr wenige Menschen nur noch versorgt werden. Aber es stimmt doch einfach nicht. Und wir stehen kurz vor der Fülle der Intensivstationen. Also etwa 19% derer, die auf den Intensivstationen liegen, sind unter 50. Die anderen sind Herr Buschmann, ältere. aus also Ihrer Sicht. Das sollte man nicht immer Legenden spinnen. Was waren das Sendung auffällig. Wieder einmal wurden wenig konkrete Informationen gebracht, wurde sich nicht Mühe gegeben, eine Übersicht über die Lage zu bringen, über Corona. Wie ist es auf der ganzen Welt? Wie ist es hier? Wie ist es im Vergleich zur Grippe? Stattdessen wurde mit Wertungen gearbeitet und Informationen wurden ausgelassen.
Christina Berndt stelle die Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser in den Mittelpunkt, erwähnte aber nicht, dass Stellen abgebaut wurden und bediente so das Paniknarrativ, indem sie suggeriert, es wird alles getan, die Krankenhäuser laufen über, aber man kann nichts machen. Nur weil wir noch so viele Ungeimpfte haben und unsere Krankenhäuser schon langsam wieder an die Kapazitätsgrenzen kommen, haben wir noch diese großen Probleme. Stattdessen hat sich ja aber die Bundesregierung seit Pandemiebeginn nicht darum bemüht, die Krankenhauskapazität zu erweitern. Jedenfalls nicht erkennbar. Noch hat sie sich bemüht, ordentlich Daten zu erfassen und Aufklärung zu betreiben. Um Impfstoffe hat sich die Bundesregierung auch nicht bemüht, weder um den Stöcke-Impfstoff, noch um den russischen Impfstoff, noch um den chinesischen Impfstoff. Das alles wird außen vor gelassen. Jetzt wird gesagt, ja gut, es ist doch Stöckers Schuld. Er mit dem Zulassungsverfahren, er hätte sich da mehr bemühen müssen. Aber wenn man sich überlegt, wir haben eine Pandemie und wir haben hier einen vielversprechenden Impfstoff, warum hat sich die Bundesregierung im Sommer 2020 nicht bemüht, ein Zulassungsverfahren mit auf den Weg zu bringen, dabei mitzuhelfen? Das alles nur als Beispiele, was aus meiner Sicht dringend diskutiert werden müsste, was aber wieder einmal, wie so oft, nicht diskutiert wird bei Anne Will oder auch sonstigen Öffentlich-Rechtlichen. Des Weiteren natürlich Vergleiche mit Ländern mit wenig Maßnahmen wie Großbritannien, die Staaten der USA oder Schweden, was auch sehr kurz gehalten wird oder gar nicht thematisiert wird. Außerdem wird suggeriert, dass auch Mit-30er ein hohes Risiko durch Corona haben, ein besonders ausgeprägtes Risiko, sodass sie sich unbedingt impfen lassen müssen. Jetzt kommt Sarah Wagenknecht und betreibt Aufklärung. Sie stellt klar, nach aktueller wissenschaftlicher Studienlage haben Mit-30er kein ausgeprägtes Risiko. Es ist ja zudem ein Unterschied, ob die STIKO eine Impfung empfiehlt. Das heißt nicht, dass man sich zwangsläufig impfen lassen muss, sondern eine Empfehlung besagt ja nur, dass der Nutzen nach aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis größer ist als der Schaden durch eine Impfung. Es sieht nun so aus, dass Sarah Wagenknecht auf allen Feldern gewinnt. Sie argumentiert klar, ist aber dabei vorsichtig, dass sie so formuliert, dass sie nicht geframed werden kann, dass sie nicht falsch verstanden werden kann. Die anderen Gäste lauern natürlich nur darauf, dass Sarah Wagenknecht irgendeine Formulierung bringt, die sie irgendwie falsch verstehen können, sie verdrehen können und sie gegen Wagenknecht einsetzen können. So scheinen die anderen erstmal machtlos. Und es sieht nach einem vollkommenen Siegeszug von Sarah Wagenknecht aus. Wie kann es nun also sein, dass Millionen Leute diese Sendung gesehen haben und trotzdem Karl Lauterbach jetzt noch so beliebt ist? Die Leute ihn als Gesundheitsminister gut finden. 60% der Leute Karl Lauterbach gut finden. Er überhaupt sehr beliebt ist. Und Sarah Wagenknecht eher dasteht wie eine Außenseiterin. Überhaupt die Leute nicht von der Regierung abrücken. Gucken wir uns an, wie die Sendung weitergegangen ist. Den anderen scheinen die Fälle davon zu schwimmen. Und was machen sie jetzt? Sie greifen Wagenknecht einfach an. Aus meiner Sicht mit vollkommen abstrusen Argumenten. Wir haben eben gesagt, dass also es viele Ärzte gäbe, die 30-Jährigen zum Beispiel die Impfung nicht empfehlen. Das ist einfach falsch. Das ist einfach schlicht falsch. Viele Sachen schon wieder zusammen. Kommerzialisierung der Krankenhäuser, weniger Krankenhäuser. Da sind Sie mitverantwortlich. Sie haben das damals gemacht mit den Fallpauschalen. Nein, bitte, Frau Wagenknecht, bleiben Sie doch bei der Sache. Bleiben Sie einfach bei der Sache. Die Frage, zynischen Fragen, das nicht dazu stehen lassen, was Sie sagen, kann man auch so nicht stehen lassen, Frau Wagenknecht. Aber bestreiten Sie, dass wir Bettenabbau haben, Personalnotstand? Wir haben in den letzten 10 Jahren. Aber das ist jetzt auch eine Verdrehung, wenn Sie das auch so sagen. So viele symptomatische Infektionen. Naja doch, das sind die aktuellen Zahlen. Na logisch, fast so, als wären diese Betten abgebaut worden, um die Situation zu verschärfen. Das ist ja nicht der Fall. Es wird also suggeriert, sie würde vom Thema ablenken. Und das machen sie alle. Das macht Buschmann, Lauterbach und Berndt. Und jetzt kommt aus meiner Sicht der Schlüsselpunkt. Hier ist Sarah Wagenknecht passiv. Sie denkt sich wahrscheinlich, ja, die Leute, die denken doch mit. Die sehen doch, dass das Blödsinn ist. Die zählen doch eins und eins zusammen. Und dann sehen sie ja, dass die anderen, dass das unkorrekt ist, was sie hier machen. Und es ist so, die Leute sind natürlich alle verschieden. Uns, wir sehen das. Wir sagen, es ist eine Unverschämtheit. Also bei uns wird Lauterbach und werden die anderen machen sich nur umso unbeliebter. Je mehr sie solche unverschämten Sachen machen, so schäbig argumentieren und sie unangemessen von oben herab behandeln, wie eine Idiotin zum Teil. Die Christina Berndt von der Süddeutschen Zeitung. Es ist so, dass die Leute alle unterschiedlich funktionieren, zu einem gewissen Grad. Die Leute auf unterschiedliche Dinge achten. Und sehr wahrscheinlich ist es so, dass viele Leute gar nicht auf den Inhalt achten, sondern nur auf den Kontext, auf die Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen sind so, dass Sarah Wagenknecht angegriffen wird,
ihr Vorwürfe gemacht werden, sie aber selbst keinen Vorwurf macht. Also sie in der Defensive ist, die anderen sie angreifen und sie dann am Ende nichts sagt. Es ist natürlich unfair, es ist 3-1. Aber es spielt am Ende keine Rolle für die Leute, sondern die anderen sind übermächtig, sie haben den Frame, sie sind in der Richterrolle, sie werfen Sarah Wagenknecht was vor und Sarah Wagenknecht versucht sachlich zu argumentieren, greift aber die anderen nicht an. Wenn man mal aufpasst, Karl Lauterbach, er achtet ganz stark darauf, dass wenn er angegriffen wird in seiner Integrität, dann sagt er, ich bringe ja ganz klare Zahlen. Ich halte mich ganz klar an die Zahlen. Er verteidigt sich ganz stark. Ich bemühe mich, die Zahlen wirklich so zu bringen, wie sie in der Literatur stehen. Und hier bedient er sich natürlich einen Trick, weil er weiß natürlich ganz genau, dass er gezielt Fehlsuggestionen verbreitet, andauernd. Er auch falsche Zahlen bringt. Aber er achtet auf seine Integrität, verteidigt sich ganz stark, macht anderen Vorwürfe und verteidigt sich selbst ganz stark. Und das ist aus meiner Sicht der Schlüssel. Sarah Wagenknecht war hier passiv, in einem Moment. Sie denkt sich, das ist mir zu blöd, auf das Niveau gehe ich nicht runter. Und sie denkt sich, ja, die Leute haben es doch gesehen, haben doch die Argumente gehört. Das funktioniert bei Leuten wie uns, aber anscheinend, wenn man sieht, wie beliebt Karl Lauterbach ist, sieht man, das funktioniert ansonsten nicht. Weil die Leute müssten längst gemerkt haben, dass Karl Lauterbach Mist erzählt, oft. Das muss eigentlich vollkommen klar sein und dann könnte er eigentlich nicht so beliebt sein. Aber die Leute sehen wahrscheinlich, die wissen, dass er die Leute verarscht. Aber solange die anderen Leute ihn nicht dran kriegen, finden sie ihn gut. Finden sie ihn gut, weil er der Stärkere ist. Die Leute laufen dem Stärkeren hinterher. Und er erzählt hier also irgendwelche Geschichten. Und solange er nicht gestellt wird, und hier wird er nicht gestellt, solange haben diese Leute die Oberhand. Und genau das Gleiche ist ja auch bei der AfD früher gewesen. Natürlich, die anderen versuchen gezielt, die AfD dazu zu bringen, ruhig zu sein, nichts zu machen, weil sonst werden sie sofort als Aggressoren geframed. Was kann man jetzt machen? Aus meiner Sicht ist es falsch zu unterscheiden zwischen Angriff und Verteidigung. Wenn man sich selbst stark verteidigt, dann greift man automatisch den anderen an, weil man dem Narrativ widerspricht. Das heißt, wenn Sarah Wagenknecht hier klar sagt, das ist nicht so, das stimmt nicht, ich verdrehe die Sachen nicht, dann greift sie automatisch an, weil sie das Narrativ angreift. Und das ist mir auch bei AfD-Leuten oft aufgefallen, in solchen Schlüsselmomenten, dass wenn sie angegriffen wurden, sie passiv blieben. Das heißt, aus meiner Sicht, Sarah Wagenknecht hätte hier sichtbar für den Zuschauer zumindest den Kopf schütteln müssen. Sich auf keinen Fall damit abfinden dürfen. Und auch wenn sie dann irgendwie abgewürgt wird, auf jeden Fall den Kopf schütteln und zeigen, nein, ich verdrehe die Sache nicht. Ich verteidige meine Integrität bis aufs Allerletzte. Ich bin hier nicht ruhig, sondern ich bleibe knallhart am Ball. Ich lasse nicht nach. Und der Vorteil von Sarah Wagenknecht ist ja, Karl Lauterbach muss tricksen, muss die Dinge verdrehen, um die Oberhand zu behalten. Für Sarah Wagenknecht ist es viel einfacher, weil sie hat ja die klaren Fakten auf ihrer Seite. Sie muss nur entschlossen genug die Fakten bringen und Lauterbach in die Enge treiben und ihn nicht entlassen und immer nachdrücken und noch am besten seine Fehlleistungen im Kopf haben und ihn dann nicht entlassen, ihn stellen, ihn einkästeln, ihn richtig einsperren und immer weiter dranbleiben und nicht locker lassen. Also wie so ein Jäger, der immer dran bleibt und nicht locker lässt, bis das Opfer erlegt ist sozusagen. Das ist natürlich ein martialischer Vergleich, aber genau darum geht es. Wer hier den längeren Atem hat, hat gewonnen. Und in dem Moment, wo Sarah Wagenknecht plötzlich passiv ist und sie sich dann von Christina Berndt Belehrungen anhören muss, von oben herab wie so eine dumme Schülerin von der klugen Lehrerin, und sie dann passiv bleibt und sie sich denkt, gut, die Leute denken sich dann schon ihren Teil. Klar, natürlich, Leute wie wir denken uns unseren Teil, aber augenscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung nicht. Sondern die Mehrheit der Bevölkerung, sie halten sich anscheinend selbst für so dumm, dass sie ihren Verstand nicht benutzen. Sondern sie sich sagen, okay, die wissen es alle besser und jetzt macht Lauterbach, macht jetzt Sarah Wagenknecht Vorwürfe, okay, dann hat Lauterbach schon irgendwie recht. Das stimmt dann schon so. Die Leute schwimmen mit dem Strom. Derjenige, der die Oberhand hat, dann denken sich die Leute, ich kann das alles nicht verstehen. Die wissen das schon irgendwie. Und ich bin dann selber klug, wenn ich dann der Mehrheitsmeinung einfach hinterher schwimme. Weil ich habe es dann verstanden, wo sie es natürlich nicht verstanden haben. Wir können uns darüber ärgern und können sagen, ja, das machen wir nicht mit. Wir auf dieses Niveau gehen wir nicht runter. Aber was heißt das, auf das Niveau nicht runterzugehen? Sondern es heißt einfach nicht zu kämpfen. Man darf sich Herabwürdigungen nicht gefallen lassen.
Und es ist eigentlich arrogant, wenn man darüber hinweggeht und sagt, oh, das ist mir alles nicht wichtig genug. Sondern hier wird man angegriffen und das kann man nicht ignorieren, weil es ist ja die Mehrheit, die einen angreift. Das kann man nicht einfach links liegen lassen, sondern man muss dann kämpfen, wenn man die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich bringen will. Die intellektuelle Herausforderung besteht darin, die Tricks von Lauterbach, die Fehlsuggestion, das verbalisieren zu können. Das haben viele aus meiner Sicht gar nicht verstanden, dass das die Herausforderung ist, dass das der Trick ist. Dass diese Leute einen Mundtot machen, indem man das, was sie machen, indem man es nicht formulieren kann. Man in der Situation hilflos ist. Das ist die zentrale Herausforderung. Aber wenn man sich dem Problem einmal annimmt, das begreift, sich damit auseinandersetzt, dann geht das eigentlich relativ leicht. Aber das Problem ist die fehlende Professionalität. Dass man denkt, das muss man gar nicht. Das haben diese Leute in der Vergangenheit gesehen. Sie kamen damit immer ganz leicht durch. Und deswegen sind wir in der Situation, in der wir heute sind. Deswegen sind die Linken so durchmarschiert, weil die Konservativen sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Sie einfach in dem Bereich so gar nicht denken. Ist natürlich link, es ist widerlich im Grunde, sowas zu machen. Bei normalen Leuten ist es im Denkschema gar nicht drin. Und das ist der heimliche Trumpf der Linken. Oder überhaupt, man kann sagen, der bösartigen Leute, dass sie auf eine ganz andere Art und Weise denken, an Dinge denken, da kommen wir gar nicht drauf. Und eben solche billigen Tricks zu verwenden, wo wir denken, das kann doch gar nicht funktionieren. Wenn man sich dann näher damit auseinandersetzt, mit diesen Tricks der dauernden Wiederholung, dann merkt man eben, das funktioniert. Es funktioniert auch bei einem selbst, wenn man es realistisch überblickt. Aber wir, in unserem Denkschema ist sowas nicht drin, automatisch. Wir müssen das rational, müssen wir das begreifen. Und das Gefährliche war, dass man in den letzten 20 Jahren man da locker gelassen hat, man das nicht ernst genommen hat. Jetzt sagen vielleicht manche, die AfD oder andere, sie können nichts machen, sie haben keine Talkshow-Auftritte. Oder sie sind in den Talkshows sind sie in der Minderheit. Aber man kann Botschaften auch abseits von Talkshow-Auftritten senden. In Reden. Aus meiner Sicht, die Medien kommen viel zu kurz. Überhaupt diese Verhaltensweisen. Die AfD kann in Reden, überhaupt in sämtlichen Beiträgen, ihre Reichweite nutzen oder Flugblätter verteilen, indem sie darauf aufmerksam macht, auf die wertenden Adjektive, auf die Psychomanipulation, wie die Medien beständig Psychomanipulation betreiben und dass man auch selbst anfällig ist dafür. Wie das funktioniert, das kann man viel stärker in den Mittelpunkt rücken. Und natürlich, wenn man mal eine seltene Gelegenheit hat in Talkshows, dann muss man sie nutzen. Dann muss man perfekt vorbereitet sein, vor allem auch vorbereitet auf die anderen Leute, die da sind. Bei Lauterbach. Man muss dann im Kopf haben, was hat er sich geleistet in der Vergangenheit. Dass man konkret ihn stellen kann. Wenn man ihn stellen kann und er dann seine Vorwürfe wieder macht und dann auch noch in der Mehrheit unterstützt von anderen, dann ist es eigentlich, ja, dann ist es sehr schlecht. Aus meiner Sicht hat aber der Auftritt von Sarah Wagenknecht natürlich was gebracht. Weil sie hat auf jeden Fall Aufklärung betrieben, was sehr wichtig ist. Weil es ist natürlich auch so, manche Leute, verstehen das wirklich nicht. Die glauben an die Panik. Ich denke, alte Leute oder vielleicht auch nicht so intelligente Leute, die sind wirklich in Panik. Es ist ja, die ganze Bevölkerung ist unterschiedlich. Natürlich die Linksradikalen, die wissen über alles Bescheid. Die verarschen uns. Mit jedem Wort, das sie sagen, verarschen sie uns. Und es gibt ganz viele Mitläufer, die eigentlich auch Bescheid wissen. Aber es gibt auch Leute, die nicht Bescheid wissen. Und es spielt auch alles so ein bisschen zusammen, dass man daran erinnert wird. Also bestimmte Fakten, wenn dann die anderen Wiederholungen kommen, dann funktioniert die Psyche so, dass dann die Fakten verdrängt werden. Und allein, dass sie wieder in Erinnerung gerufen werden durch Sarah Wagenknecht. Die Logik wird ausgeschaltet mit der Zeit. Wenn man ein Argument hat, und dann kommt tausendmal das Gegenargument, dann denkt man sich irgendwann, okay, ja gut, das stimmt dann schon irgendwie. Und allein da hat Sarah Wagenknecht dagegen gehalten. Mit Aufklärung. Und aus meiner Sicht Aufklärung am besten mit möglichst wenig wertenden Adjektiven, wie Corona ist schlimm oder nicht schlimm, sondern mit Vergleichen, mit konkreten Zahlen. Wie schlimm ist Corona im Vergleich zu, sozusagen, die Dinge ins Verhältnis rücken. Ihr könnt ja schreiben, was euch noch aufgefallen ist, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.